Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26505 zu einem weiteren Part von Assassin's Creed 3. Natürlich von mir. Und wir müssen auf die Karte schauen, wir wollten hier jetzt rechts rum. Genau dahin. Also das heißt, wir müssen hier nochmal hin. Alter, wie weit das Pferd springen kann, ist abnormal. Wie einfach das ist, dass sie mich nicht mehr sehen, ey. Das ist so easy, ey. So, dann nehmen wir den Turm hier noch schön gemütlich ein. Und schauen mal auf die Karte und müssen jetzt hier nach unten. Kurz vor da, wie heißt die Stadt? Kurz vor. Frag mich, schlag mich tot, warte. Wie heißt die? Kurz vor. Akon ist auch nochmal so ein Stützpunkt. Stützweise Stützpunkt. Heißt das so? Heißt das so? Ich hab keine Ahnung. Aber guck mal, was ich hier da gesehen habe. Die Leute, die greifen mich da auch einfach an. Ne? Das ist abnormal. Ne? Das ist abnormal. Das ist abnormal. So, hopp, hopp, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. La, 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 la. Da, da, di, di, di. So, dann sind wir nämlich auch gleich schon in Akon und da geht die nächste Mission weiter, Kollegas. Da geht's ab, Alter. Da sind wir in Akon. Alter, ich hab beinahe getroffen, ey. Nein, was sind das denn für Runde Söhne? Nein, 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 nein. Oh, wollt ihr jetzt unbedingt auf die Fresse? Nein, das ist nicht dein Ernst. Boah. Ey. Wo ist mein Pferd? Pferd, komm her. Alter, das ist doch nicht mehr schön, ey. Noch eine Flagge gefunden.
So, auf, kletter schneller, Kollege. Ist das Akon, wo ich gerade sehe, oder was? Ach nee, da muss man ja nur schnell reisen, Mann. Gut. Ich wollte gerade schon sagen. Ey. Nein! Ey, der sollte doch. Ey, ich hab doch Todessprung gemacht, Alter. Ich hab Todessprung gemacht. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, du Drecksgame? Karte. Von da nach da. Da geht's geradeaus nach Arkon. Jawohl. Boah, zum Glück. Keine Wachen mehr, ey. Zum Glück. Oder klettern Sie über Gebäude, um den Sichtkontakt zu den Verfolgern. Telefon. La 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 la. Ich will gar nicht versuchen, das Telefon über zu übertönen. La 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 la. Oh, zum Glück hat's aufgehört, ey. Weil das Telefon steht bei mir direkt vor der Tür und das hört man richtig, ey. Alter, wieso dauert das so lang zu laden? Beeil dich. Beeile dich bitte. Beeile dich bitte. Was ist das für Ladezeit, Alter? Ach so, der generiert gerade die Stadt mal. Dann kann ich das verstehen. Ist das Akon oder was? Alter. Wo sind die zufällig? Gibt's hier zufällig sowas wie die Gelehrten? Oder wurde der umgebracht? Was ist euer Begehr? Tu as un problème? Komm fort, Bettler. Was gibt es? Was ist euer Begehr? Ich möchte hier rein, Kollege. Habt ihr etwas zu sagen? Mach Platz! Hä, wie komme ich denn jetzt da rein? Stoß ihn nochmal! Aber wisst ihr was? Ich mach's auf die harte Art, Alter. Was gibt es? Was zum Teufel wollt ihr? Du bist ein toter Mann! Ich mach's auf die harte Art, la 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 la. Da da di 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 di. Ich hol mir deinen Kopf. Ich glaube, der ist gerade draufgegangen. Habe ich das Gefühl. Bringt ihn zur Strecke! Oh yeah. Lasst ihn nicht entkommen! Ihm nach, schneller! Ihr könnt ihn nicht entkommen! Ob er wohl einen Gib Go- mir doch ein Dürchen, Geld! Er scheint mir eilig zu sein. Aber ich brauche das. Hier? Von jemandem gejagt wird? So, wie gesagt, nehmen wir jetzt hier wieder diese Aussichtstürme ein.
Das Ganze erleichtert uns einfach, die Dinge da zu tun. Der nächste Aussichtspunkt ist genau hier. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht. Das sind wieder ein paar Aussichtstürme, ein bisschen mehr als in dem anderen Part. Aber wie gesagt, es erleichtert uns einfach viel mehr, sage ich jetzt mal, die Sachen zu finden und weitere Dinge zu machen. Ich glaube, diese Hauptbestandgedöns-Mission, die machen wir. Aber diese Nebenmission oder diese Mission, wo man nur da die Leute befreien muss, habe ich mir überlegt, machen wir dann doch nicht. Weil das ist einfach zu viel Arbeit. Es langt schon, wenn wir da diese Leute belauschen und so. Das ist alles ganz in Ordnung. Es gehört ja auch zur Geschichte dazu. Aber diese anderen, das ist alles nur so Zeitvertreib, sage ich jetzt mal. Und ich frage mich hier gerade, wie ich hier hochkomme. Mach da. So, wir klettern hier jetzt schön die Dinger hoch. Wir holen uns die Türme. So. Nein, nein! Ey, das ist nicht dein Ernst, Alter. Ich springe gegen die Mauer und der Kollege, der stirbt. Das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. So, wo waren wir noch nicht? Ja, komm, wir gehen hier noch entlang. Wir nehmen auf jeden Fall alle Aussichtstürme ein und werden natürlich da die Stadt näher kennenlernen dadurch und werden genau sehen können, wo wir uns verstecken können. Das sieht man alles durch die Aussichtstürme. Oder zumindest ein Teil davon. Jetzt habe ich mich hier versteckt oder was? Oh, jetzt muss ich hier warten. Ah ne, jetzt habe ich ja schon den nächsten Ausbruch. Aussichtstürme habe ich ja schon markiert. Dann ist ja alles in Butter. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Was tut dieser Mann denn? Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzt? Oh, Bettler! Alter, wieso schubsen die mich, Alter? Was ist bei denen denn kaputt? Ah, der gehört zu mir. Der gehört zu mir, das weiß ich. Guck mal, wie wenig der Mann hochklettern muss. Das ist nix, liebe Zuschauer, das ist wirklich nichts. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Nein! Jetzt muss man natürlich mehr hochklettern, weil ich so dumm bin. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Warum tut er das? Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Huh.
4 von 11 Aussichtspunkten haben wir schon. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. WTF, ach so, da ist eine unsichtbare Mauer oder was? Ah ne, da ist eine sichtbare Mauer. Okay, gut. Ja, wir müssen hier trotzdem den Turm einnehmen. Glockenturm oder was das ist. So, der nächste Punkt wäre dann hier. Wie gesagt, ich mache das in jeder Stadt. Einfach, weil das übersichtlicher dann ist, wie gesagt. Finde ich besser so, wie wenn man da durch dieses Ding da gehen muss und alles suchen muss. Ist das dein Ernst, du Schlampe? Schubst mich einfach, Alter. Was ist bei dir kaputt? Sendet Horden heidnischer Krieger, um Ritter und Kantoren zu sammeln. Doch Gott ist auch gnädig. Was Gott mag uns unsere vergangenen Missetaten vergeben. So, auf, Kletter hoch, hopp, hopp. So, der nächste Turm ist eingenommen, liebe Zuschauer. Geht nicht auf! Ohne unsere Hilfe können Richard und seine Mannen das heilige Land nicht befreien. Wir müssen alles tun, um sie zu unterstützen. Befällt euren Acker! Was tut er bloß? Dieb! Das wird dich lehren zu stehlen! Was kann jemanden so in Eile versetzen? Wieso kletter ich nicht die Leiter hoch, Kollege? So, der nächste Turm, der ist ja wieder easy peasy, da muss man zweimal hoch springen, dann ist man da oben oder was? Das ist doch kein Aussichtsturm, Kollege. Guck mal, da hinten eine riesige Kirche oder was ist das? So, der nächste Turm wäre dann hier. Jemand muss ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Warum tut er das? Zu, aber das ist ungerecht, unwahr. Er ist nun, trotz seiner Gabe nur ein Mensch und kann nicht alle retten. Was steht dir hier herum? Niemand ist so begnadet wie der gute Schild. Ah, da kann man hochklettern. Ah, jetzt weiß ich, wo man hochklettern kann. Da, oder? Ist unerreicht. Nein, was machst du denn da, Alter, hier? Da würde ich einfach mal sagen, kletter ich den das Ding noch hoch. Er möchte euch helfen. Synchronisiert es noch. Er hat schön einen Eid geschworen, zu helfen und zu heilen. Ein Versprechen, das er nicht brechen wird. Niemand ist so begnadet wie der gute Chirurg, der die Hospitaliter anführt. Garnier von Nablus ist unerreicht. Garnier, hört eure Rufe, eure Beschwerden.
Ihr sagt, er wendet euch. Ja. Jemand ihr verletzt, wird oder? Euch holen, mir. Sie sollten mich kennen. Wie konntet ihr ihn entkommen lassen? Tod dem hier, er ist hier drüben. Wie nicht entkommen? Der kann doch da hochspringen, oder? Da ist er so dumm wie dafür. Wie ihn entkommen lassen? Weg, denkst du kannst mir davon laufen? Du gehörst mir. Du wirst mir nicht entkommen. Er kann nicht weit sein. So, jetzt bin ich zumindest schon mal auf dem Dach. So, da geht's auch mit Sicherheit hoch, oder? Da, ja, rechts. So, da bin ich da over, Alter. Wo kann ich jetzt hinkommen? Achso, ich muss ganz hoch aufs Kreuz oder was? So, da haben wir es synchronisiert und da würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, ciao.